Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft PvP. Diesmal spielen wir immer wieder ein Rundchen Jump League auf dem MC Popularity bekommst du, aber das geht los. Das war auch relativ knapp, weil mein Mikro gerade kurz im Arsch war und ich das noch schnell reparieren musste. Aber jetzt funktioniert alles. Yay! So, wir spielen wieder eine Runde Jump League auf dem wunderschönen Playmunity Server. Und ja, Jump League habe ich auch schon wieder seit einer Weile nicht mehr. Ach komm, gespielt. Goldschwert. Okay, nee, ich war irgendwie kurz verwirrt. Aber hier gibt's ja Goldschwerter. Ja, Jump League Schwert länger nicht mehr gespielt. Da war auch Gamescom dazwischen und so. Allgemein schon wieder seit einer Weile so nicht wirklich viel Minecraft gespielt. Oh, das war nicht so klug. So. Haben wir hier Helm? Wir haben jetzt eigentlich schon relativ gutes Equip dafür, dass es gerade mal die ersten, na gut, 4 Checkpoints waren schon. 4 Checkpoints sind und wir haben hier auch eine liebe Ex-Teamlerin und einen Builder in der Runde. Übrigens spielen wir wieder mal Solo Jump League. Ausnahmsweise werden mal keine Teams zerfickt, so wie sonst immer, ne? Nein, sonst waren ja immer kaum Teams in Team Jump League. Ey, Mann! Warum auch immer ich zu spät abspringe immer bei dem Sprung. Und Vanessa hat schon überholt. Die ist auch nicht so schlecht. Und warum falle ich hier die ganze Zeit runter? LOL! Mann! So, komm jetzt aber. Jetzt hier nicht überstürzt wieder irgendeine Scheiße machen. Sondern jetzt hier mal ganz sachte. Einmal ordentlich durch. Okay, 2 Blockbunches. Brauche ich zwar nicht, aber nehme ich. So, Bat and Jump Run finde ich immer noch relativ schwer, weil da echt ein paar miese Sprünge dabei sind. Okay, Kettenhose und ein Steinschwert. Wir sind auf jeden Fall jetzt ordentlich equipped. Kann man nichts gegen sagen. Okay, das war zu früh, ja. Das merkt man meistens dann auch schon im Sprung, wenn man zu früh abgesprungen ist. Okay, ich vergewaltige meine Tastatur, wenn man hört. Aber das mache ich immer ganz gerne. Ich weiß nicht warum. Einfach. Ah, okay. Ah, die ist schon weiter, ne? Oder? Ja. Jetzt müssen wir uns mal ranhalten. Den Part danach kenne ich, glaube ich, nicht. Oder? Ich gucke mir das gleich mal an. Hoffentlich. Falls ich das hier schaffe. Ach Gott, das gibt's nicht. Das Bat and Jump Run, ne? Kann man auch mal First Try schaffen. Oder man kann auch ein paar Jahre dran sitzen. Ey, Mann! Komm! Ich konnte mich gar nicht entscheiden, ob ich stehen bleibe oder durchsprinte. Ey, das gibt's nicht. Komm, jetzt. Was? Ein Bilder schreibt Lappen? Erstmal reporten. Ich fühle mich jetzt richtig angegriffen davon. Jetzt hat er das dann geschrieben. Zu niemandem. Komm, jetzt. 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 Oh, endlich. Okay, und ich kenne den Part, by the way, doch schon. Aber ich habe ihn noch nie gespielt. Mag paradox klingen, aber stimmt so. True Story. Wie schaffe ich das jetzt hier am besten? Ohne runterzufliegen. Am besten so, ne? Ja, gut. Okay, und das wird jetzt knifflig. Ist bei dem Part ja eigentlich schon wieder. Doch, da ist eine Kiste. Okay. Vielleicht doch ganz gut, dass ich gefailt habe. Ich habe nämlich gerade gar nicht drauf geachtet, ob da eine Kiste ist. So, wie komme ich da am besten ran? Gar nicht. So, also hier. Bisschen was zu essen. Immerhin. Und jetzt das hier und hier rüber. Wir sind zum jetzigen Zeitpunkt schon wieder Erster. Okay, das Gute. Ich wollte gerade sagen, das Gute ist, dass der Zaun nicht zugegangen ist wieder.
Okay, das war. Ich wollte gerade irgendwie da runterspringen. Naja. Oh, geschafft. Ich glaube, der Part hier ist auch gar nicht so mega schwer, aber ich stelle mich gerade schon wieder ein bisschen an. Drei Minuten noch. Rübergerutscht. Welchen Part sind wir hier? Ah, Part 7. Das heißt, Part 8, Part 9 und Part 10 kommen noch. Das sind noch eine Menge für 3 Minuten eigentlich. Deshalb sollte ich mich hier langsam ein bisschen ranhalten. Ach, Mann! Okay. Jetzt, oh Mann. Okay. Ich habe natürlich nicht darauf geachtet, welcher Part der nächste ist, denn hier werden wir auf jeden Fall scheitern. Beim tollen Bienenpart. Ah, okay. Nicht wegen der Stelle, sondern wegen der, die gleich kommt. Weil der Sprung echt, echt schwer ist. Ich bin. Man merkt vielleicht, dass ich noch ein bisschen außer Übung bin. Aber nur ein bisschen. Na gut, ich bin Erster. Eigentlich gar nicht so schlecht. Okay, und zwar dieser Sprung hier. Den zu schaffen, ist echt. Also, das hab ich zum Beispiel noch nicht so oft geschafft. Und ich glaube, andere, soweit ich weiß, auch nicht. Weil das echt schwer ist. Okay. Mann, ey, ganz ehrlich. 1 Minute 30 noch. Und vor allen Dingen, es gibt in dem Part hier schon wieder keine Kiste. Was ein bisschen scheiße ist, vor allem weil der Part so schwer ist, aber. Naja, unser Kürb ist jetzt auch nicht so schlecht, deshalb beschwere ich mich mal nicht vorerst. Gut. Na. Ich weiß auch noch nicht, wie ich diesen Sprung am besten machen kann. Eine Minute noch. Ich weiß nicht, von hier aus vielleicht, aber. Ja, ja, okay, das geht tatsächlich. Okay, jetzt sollte ich nicht zu überstürzt springen. Okay, hier haben wir einen Vierer. Machbar. Nein! Okay, das war's. Scheiße. Ach, das gibt's nicht. Warum? Warum falle ich genau da noch runter? Mann. Alter Schwede. Vor allem, ich hab's gerade schon auf eine andere Art und Weise geschafft und ich probier's einfach nochmal so. Ah, das gute alte Gedächtnis schlägt mir dazu. Ah, okay, das war's. Scheiße. Mist. Also, eine Kiste hätte ich eigentlich auf jeden Fall noch geschafft, aber. Ja, sei es drum. So. Das hier nochmal. Ich habe keine Angel oder sowas. Sortieren. Map Stormfront. Er wehrt sich hier nicht. Und ist gestorben. Vanessa schlägt zu. Ah! Ja, jetzt stoppt. Ach komm. Ja, das wird jetzt dreckig, weil ich jetzt sterben werde wahrscheinlich. Und ich habe auch nichts irgendwie angelmäßig oder TNT oder Spinnenwebe. Oh, er hat sowas, guck. Okay, klar, ich den Hit nochmal kassieren. Ach komm, ach kommt! Schön nochmal den Weg abgeschnitten. Oh Mann. Du, wie komme ich jetzt wieder raus? Hier haben wir einen. So. Mister, ich angel dich weg. Das war's mit dir. Denn dann haben wir nur noch einen Pinguin. Aua. Ach komm! Will der jetzt schon wieder abstauben? Ey, das gibt's nicht. Ach Mann. Ich glaube, ich halte mich mal jetzt ein bisschen hier zurück, weil ich keinen Bock habe. So, komm, jetzt er hier. 101, komm. Jetzt mal ohne Abstauben, los. Ah, ich bleib hängen. Na, komm. Komm. Okay, sehr schön. Den Regen-Effekt haben wir dann. Jetzt will er hier abstauben. Kriegt's aber nicht hin. Er hat doch schlechteres Equip als ich. Okay.
Da haben wir eine Niva. Spielerradar zeigt auch noch dort. Oh, jetzt sind wir auch wieder voll. Warum zeigt der nach da, obwohl hier einer ist? Okay, interessant. Okay, Essen, wichtig auf jeden Fall. Ich hätte die Angel nehmen. Fuck it. Ich hätte statt einem verrotteten Fleisch, hätte ich vielleicht die Angel nehmen sollen. Naja, komm. Das dürfte sein letztes Leben sein hier. Vom guten Ice Blue. Ja. Das nehme ich noch. Dann was essen. Und am besten noch das hier. Okay. Vanessa lebt noch und ungesparkt. Ungesparkt? In Varro 4? Wer weiß, wer weiß. Das war Vanessa. Der ungesparkt, keine Ahnung, wo er ist. Vielleicht macht das ja wie Spark und taucht die ganze Zeit nicht auf. Ja. Vanessa ist gestorbt. Hat sie noch irgendwas Gutes gehabt? Essen. Ah, ne, da ist er. Ach, Vanessa ist schon tot. Ich habe auch noch ein Leben, ne? Ich muss auch ein bisschen aufpassen. Aber er hat auch nur noch eins, deshalb. GG. Gewonnen. Ja! Na gut, erst beide Male abgestaubt. Und danach noch ein bisschen aus den Kämpfen rausgehalten. Pink Player, mimimi. Na gut, dann sagen wir uns was mit der Runde hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!